Hi Leute! Na, also Bunny und ich und ein guter Kumpel hier mit dem Auto. Ja, der. Wir, der Klausi. Genau. Kennt ihr ja noch, ne? Genau. Null Brille. Ja, macht ist ja kein Thema. Auf jeden Fall, wo fahren wir jetzt hin? Ja, ab nach Deutsch zur Demo. Genau, zur Demo 13. Artikel 13. Artikel 13. Ja, ja, das wäre nicht wieder einverstanden. Nö. Wer ist denn damit schon einverstanden? Und deswegen fahren wir da jetzt hin und wir nehmen euch mit. Wir werden alles so gut es geht aufzeichnen, was da passiert, läuft und überhaupt. Ja, da gucken wir mal. Aber es wird bestimmt wieder friedlich, oder? Ja. Und du gehst mit, Klaus? Ich bringe euch dahin. Du bringst uns dahin. Also ist unser Chauffeur heute. Genau. Holst du noch später wieder ab? Da kommt ja noch mal die Uhrzeit. Ich muss nach Innenstadt erstmal. Ja. Ja. Nein. Na, war Spaß. Also wir sagen euch nur eins, die Demo, die wird enden, wenn es alles gut geht, am Heumarkt. Ja, wenn es gut geht. Ach, alles sehen wir ja. Ne? Genau. Dann sage ich jetzt einfach mal, wir sehen uns gleich auf der Demo. Ciao. Ciao. Aus. Schon mal stolz sein können, was wir uns auf die Fahne schreiben können. Wir zusammen in ganz Deutschland haben das auf die Beine gestellt, haben das geschafft. Wir haben noch eine ganze Menge vor uns. Wir müssen noch weiter auf die Straße gehen. Die Demos am 23. müssen groß werden. Wir müssen laut werden. Und wenn ich jetzt einmal, ich tue es wirklich sonst sehr ungern, Frau Merkel zitieren darf, aber ich glaube, wir schaffen das. Das muss aber auch klarstellen, ich bin grundsätzlich nicht gegen eine Änderung des Urheberrechts. Ich möchte, dass Künstler und Kreative ordentlich bezahlt werden für das, was sie tun. Aber ich möchte, dass das Künstler bekommt. Und nicht irgendwelche Verwertungsgesellschaften, die meinen, auf den Kosten anderer ihr Geld zu machen. Es wird uns die ganze Zeit gesagt, ja, es geht ja nur um die Künstler. Nein, wir brauchen oder kriegen keine Upload-Filter. Aber die Wahrheit ist, ich habe jetzt mehrfach, wir haben bei Safety Internet, wir haben uns das alles selber auf Deutsch übersetzt. Die ganze Report. Und überall ist immer nur von den Verwertungsgesellschaften die Rede. Da steht in keinster Weise drin, dass es wirklich um die Künstler geht. Da steht in keinster Weise drin, dass das Geld auch bei den Künstlern aktiv mehr ankommt. Und das ist einfach ein Punkt, der darf nicht sein, der darf nicht passieren. Zu Artikel 11 möchte ich ehrlich gesagt noch gar nicht so viel sagen. Ich bin der Meinung, wir haben in Spanien gesehen, was passieren kann. Google wird die News abschalten, Axel Springer, Bertelsmann und Co. werden sehen, was sie davon haben. Weil es geht nur darum, dass die Lizenzgebühren verlangen wollen. Es geht nicht darum, es gibt genügend technische Mittel, damit die News jetzt schon nicht mehr angezeigt werden bei Google. Man kann das machen. Könnt ihr euch selber einfach mal Google-Indexierung abschalten, raussuchen, dann ist es ganz simpel. Aber es geht nur darum, dass die Großen weniger Geld bekommen und im Hintergrund wird vergessen, dass die einzigen Upload-Filter und die einzigen Systeme, die sowas können, gerade von den Großen kommen, die damit jetzt schon genügend Geld machen könnten, um auf YouTube und Co. nicht angewiesen zu sein. Ich rede mir den Rest dann für den Heumann gleich auf. Ich würde gerne weitergeben. Erstmal an den Sebo und dann... Ja, danke dir, Patrick. Sehr schön geredet. Ja. Einmal Applaus für Patrick, dass er mit gebrochenem Bein hier mitläuft, beziehungsweise mit dabei ist und auch noch eine schöne Rede. Ehrenmann! Wunder. Ja, aber echt, betrifft echt viele Generationen. Wenn ihr später Kinder kriegt, die werden nicht das Internet erleben, wie wir es kennen. Das ist irgendwie für dich sehr traurig. Ich hoffe, er will noch was sagen. Ich möchte noch ganz kurz sagen, ich stehe selber hier für zwei Generationen. Ich habe einen 9-jährigen Sohn, der mit den gleichen YouTubern aufwächst wie ich damals. Und er hat das alles auch mitbekommen. Der hat die Videos gesehen, unter anderem von der Newstime. Und hat mich gefragt, wie das denn weitergehen möchte. Er hat irgendwann mal auch geäußert, er möchte auch gerne YouTuber werden. Und ich sehe es einfach in Gefahr, dass er diese Chance überhaupt bekommt, sich frei zu entfalten und seine Wünsche zu verfolgen.
nämlich. Ich selber sehe es so, dass wir den zukünftigen Generationen auch die Chance bieten müssen, sich so zu entfalten zu können im Internet, wie wir es heutzutage noch tun können. Und auch einer, den es erwischen könnte, der hat schon öfters bei den Demos geredet, in Berlin, in Köln und auch über, es war in Berlin und Köln hast du nicht gemacht. Der gute Herr Newstime. Ja, ich muss mich im Vorfeld erstmal entschuldigen, meine Stimme ist aus Gründen ein bisschen angeschlagen, aber das kriegen wir irgendwie hin. Sehr gut, also das große Problem an Artikel 13 ist im Wesentlichen ein großflächiges Problem, besonders auch für kleinere YouTuber. Die großen YouTuber, die werden ihre Deals mit YouTube machen können, die werden ihre Agreements mit YouTube und Google finden, aber jeder junge Kreative, der anfängt, einen Kanal aufzubauen, der wird ganz massive Probleme eben mit Artikel 13 und dem damit verbundenen Upload-Filter haben, und das ist etwas, was man stoppen und aufhalten muss, und deswegen stehen wir heute hier. Wir stehen heute hier nicht alleine, heute sind in vielen weiteren Städten junge Menschen auf der Straße, um gegen Artikel 13 und auch gegen die CDU zu kämpfen. Und wir hoffen, dass wir Ende des Monats sagen können, dass Artikel 13 nicht durchgekommen ist. Am 23. März finden die europaweiten Großdemonstrationen statt, und ich gehe davon aus, und wir können und müssen davon ausgehen, dass diese Demonstrationen ihren Vergleich nicht finden werden, dass diese Demonstrationen so abnormal groß werden gegen die Entscheidung des Europaparlaments, gegen Artikel 13 und gegen die CDU, dass uns die Politik nicht mehr überhören kann. Wir brauchen ein neues Urheberrecht, aber das ist das Falsche. Wir brauchen kein rückwärtsgewandtes Urheberrecht. Wir brauchen ein Urheberrecht, was auf das 21. Jahrhundert angepasst wird. Es darf nicht strafbar sein, ein Meme zu veröffentlichen. Wir schaden damit keinem Urheber. Ja, ist das so. Man kann eigentlich nur die Hoffnung aussprechen, dass wir es schaffen, die Politik zu überzeugen. Wir sind nicht Anhänger einer Partei, wir sind nicht Anhänger einer Ideologie. Wir möchten einfach eine klare Urheberrechtspolitik und keine Urheberrechtspolitik des 20. Jahrhunderts. Und jetzt heißt es, wie kein zweites Mal, alle Kräfte wirklich zu bündeln, um dafür zu sorgen, dass Artikel 13 nicht durchkommt. Wir müssen die Abgeordneten informieren. Wir müssen nach wie vor die Abgeordneten anrufen und auch berichten, was hier passiert. Und auch berichten, was ihre Entscheidungen für dramatische und drastische Folgen haben werden. Das ist undemokratisch, was die CDU in den letzten Tagen gespielt hat. Und gegen diese Undemokratie gehen auch wir hier heute auf die Straße. Wir sind keine Bulls! 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 Am 21. März wird die Webseite von Wikipedia nicht zu erreichen sein, weil sie mit uns gemeinsam gegen Artikel 13 demonstrieren werden. Und
Und das, obwohl Wikipedia selber gar nicht von Artikel 13 betroffen ist, weil sie hatten rechtzeitig ihre Lobbyisten dort, um eine Ausnahme zu bekommen. Alle anderen Seiten sind davon betroffen. Wikipedia hält trotzdem zu uns. Was die Tage über passiert ist, ist auch vergleichslos. Julia Reeder hat auf Twitter interne Sachen, die gar nicht so intern gewesen sind, verbreitet, nämlich wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist, dass eben die Konservativen bei ihrem Vorhaben, die Abstimmung vorzuziehen, überstimmt und niedergestimmt wurden. Julia Reeder wurde daraufhin, auf Julia Reeder wurde Druck gemacht, dass sie dann ihre Tweets dazu löschen musste. Das ist Zensur von den Konservativen. Und ich bin gespannt, was wir auf 23. auf die Reihe kriegen, wie viele Menschen es sein werden. Man rechnet aktuell laut Polizeiangaben alleine in Berlin mit mindestens 20.000. Also andere Schätzungen sagen, wir haben 40.000 bis 50.000 Menschen dann zumindest nur in Berlin. Selbst die Polizei muss sich jetzt von Tag zu Tag immer nach oben korrigieren. So, und in der Praxis wird das dann so aussehen. Nehmen wir mal den schlimmsten Fall an, dass Artikel 13 durchkommen würde. Dann würde das innerhalb von 2 Jahren in eine Landesgesetzgebung gehen. Innerhalb von 2 Jahren, nicht in 2 Jahren. Das machen ja auch viele den Fehler, dass die sagen, es wird ja dann auch 2 Jahre Zeit sein. Nein, es wird keine 2 Jahre Zeit mehr geben. Das ist die maximale Frist. Das wird dann ganz schnell umgesetzt. Wir wollen keinen Artikel 13. So, okay, also ich werde jetzt mal erstmal meine Stimme ein bisschen schon am Heumarkt, werde ich auch noch mal ein bisschen was dazu sagen.